Servus! Ja, lieber Zuschauer, danke, dass du das Video angeklickt hast. Ja, ich war eine lange Zeit nicht unterwegs, wie man vielleicht so sehen kann im Kanal. Hab vorher die schöne Kawasaki Ninja 125 gefahren, dank B196. Ja, und heute ist es auch endlich mal soweit. Meier Moto hat den A bestanden, den schönen großen Führerschein. Ja, und das ist heute meine erste richtige Fahrt. Ich bin das Motorrad eigentlich immer hier auf diesem Parkgelände, kann man sagen, gefahren. Und heute fahre ich das Baby mal aus. War gerade mal auf tanken. Das erste Mal, dass ich dieses Bike überhaupt getankt habe. Danke. So, tanken machen wir für 1,69. Jetzt wird geknallt. So, ja, ist auf jeden Fall eine sehr große ungewohnt. Ich habe ja vorher den B196 gefahren, also den Lappen gehabt, den 125er. Da bin ich ja den Ninja 125 gefahren und die sitzt wirklich, ich habe das Bike ohne Scheiß nur Probe gesessen und mal kurz hier so am Fahren, aber ich habe das Bike noch nie richtig gefahren. Ja, ich weiß gar nicht, ob es für mich jetzt passt, das Bike von der vom Sitzen her, und das ist ganz anders. Es ist, boah, ich sitze so richtig boah, komisch. Ich glaube, ich brauche ein anderes Bike. Oder ist einfach nur noch Gewohnheit. Ja, auf jeden Fall top. Also ich freue mich gerade so richtig geil drauf und habe schon für Sonntag direkt geplant, mit Kollegen zu fahren. Ja, schon seit Monaten drauf wartet, dass ich einen Lappen habe. Heute ist perfekt, dass heute das Wetter auch einigermaßen gut ist. Es regnet nicht, es ist relativ trocken. Es ist auch relativ warm, 16 Grad glaube ich. Und ja, für andere geht die Saison zu Ende, bei mir fängt die gerade erst an. Oh, oh, fail. Das Lustige war, ich habe das Motorrad schon bestimmt 3 Monate angemeldet gehabt, 3 oder 4 Monate. Und das Nummernschild hatte ich schon seit ganzer Zeit liegen. Und ja, heute Führerschein bestanden und dachte mir so, ja geil, Motorrad fahren, da. Geh direkt in die Garage rein, so, scheiße, Nummernschild noch gar nicht dran. Fuck. Erstmal Nummernschild dran bauen, dann geht man noch eine halbe Stunde flöten gegangen, aber egal. Oh, nee, ich habe Angst, ohne Scheiß. Leute, ich habe echt Angst und Respekt. Also Respekt sowieso von dem Bike. Aber ehrlich, ich habe gerade ein bisschen mehr Schiss als Respekt. Der 125er konntest du schön die Eisen gehen wegen ABS. Hier habe ich kein ABS. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, wie weit die Bremsen überhaupt gehen und wie die funktionieren. Oh, ich muss hier rein wieder. Mann. Na, rollen wir mal einmal. Alter Schwede, meine Fresse! Geht ja ab, der Bock! Boah, leck mich am Arsch, Alter! Leck mich am Arsch, was war das denn, ey? Ich war nicht überdreht, aber Grenze oder so. 8000 Touren, das Ding marschiert wie eine 1. Oh, leck, Alter. Das reicht auch für heute. Ein bisschen Video aufgenommen. Ich muss mich wirklich noch alles noch gewöhnen. Und ich denke mal, wir werden auch hier ein oder andere mal eine Fahrt machen.
am Sonntag auf jeden Fall mit einem Kollegen von mir. Und dann gibt es auch wieder, wieder richtige Themen, worüber ich mit euch rede oder ich euch ja, darüber errede. Meine Erfahrungen auf jeden Fall. Ich habe da schon ein paar Pläne für Videos. Deswegen, wenn euch das Video so einigermaßen gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, Like nicht vergessen und bis dann. Ciao, ciao, Kakao.